Moin Moin, ihr Nerd-Taster, 30 Tage ist es noch hin, dann kommt der Kracher in die Kinos, Avengers Endgame. Viele Theorien, Spekulationen werden natürlich im Netz verbreitet, aber welche das natürlich ist, weiß man nicht. Disney hat so ein bisschen natürlich noch nichts gedeutet, hat ihre Trailer aufgestellt, aber die verraten nicht viel. Ist natürlich so gewollt und wir haben heute die Möglichkeit, habt ihr euch das anzuschauen, 7 Theorien zu Avengers Endgame. Ich bin Dennis, hier ist Nerd Taste und das ist die neue Folge Pfeif ab. Steve Rogers, aka Captain America, ist Teil der letzten Überlebenden nach dem Snap von Thanos. Wisst ihr ja Bescheid. Die sich natürlich verzweifelt versuchen, ihren Kummer und ihr Trost zu verstehen. Ein späterer Dialog im Avengers Endgame Trailer lässt vermuten, Leute, dass Steve die Gruppe leitet und Peggys Ratschlag dazu befolgt. Wie manchmal ist es das Beste, was wir tun können, wenn wir von vorne anfangen und sich dennoch schwer tut, was er da predigt. Wer genau aufgepasst hat im Trailer, hat gesehen, dass da eine kleine Szene ist. Eine Rückblende, die zeigt Clint Barton und ein junges Mädchen. Ich habe auch erst gedacht, okay, wäre es jetzt natürlich die Geburtsstunde der Kate Bishop, die ja in den Comics von Clint Barton, aka Hawkeye, unterrichtet wird. Wer aber genau hinguckt, der sieht, dass in Wirklichkeit ist es Clints älteste Tochter Lila Barton. Sie wird von Drew Rosses Tochter gespielt. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr auch Laura Barton im Hintergrund am Picknicktisch sowie den Rest der Barton-Familie sehen. Aber, weil wir ja wissen, was passiert, dass er ja zu Ronan wird, ist die Familie einfach eingestaubt worden oder hat sich in Staub verwandelt? Thors Dialog deutet an, dass er unter der Schuld der Überlebenden leidet. Er hält sich persönlich dafür verantwortlich, dass Thanos nicht nur die Hälfte der Asgardianer, sondern auch die Hälfte des Universums getötet hat. Wie wir ja auch wissen, in Infinity War wurde ja auch schon der Gott des Donners mit einem gebrochenen Herzen geschildert, weil er hat ja sein Volk und natürlich seinen Bruder nicht retten können. Deshalb ist es nicht so abwegig, dass er natürlich unter der Schuld der Überlebenden trauert oder sich selbst die Schuld gibt. So, da kommen wir jetzt aber auch zu den größten Theorien, so ein bisschen auch so, ist es jetzt ein riesiger Zeitsprung passiert oder nicht? Wir sind ja alle nicht sicher, ist der Sprung von Infinity War zu Endgame wirklich so hin, sind es nur Wochen oder Jahre? Aber eine kleine prägnante Sache ist natürlich klar, wir können jetzt so ein bisschen übertreiben, haben auch viele auch schon gesagt, das sind wirklich die Haare von Natascha. Weil die sind nämlich so gewachsen, dass man sieht ihre Naturfarbe, ihre roten Haare und ein Stück blondes Haar guckte heraus. Also könnte man sich schon deuten, sind das wirklich jetzt Wochen, die danach passiert sind, oder auch 5 Jahre? Also es ist ja auch bestätigt, dass es einen Zeitsprung geben wird. Nur wie viel das jetzt sind, Wochen oder Jahre, das ist die Frage. Aber merkwürdig ist auf jeden Fall, dass die Welt in Trümmern liegt. Man sieht ein Haus, was natürlich sehr zugewachsen ist. Und ein Poster, wo dann Scott Lang, aka Ant-Man, vorbeischaut, wie da die Poster und die Leute gesucht werden. Also ich vermute auch mal ganz ehrlich, dass es so sein wird, dass da viele Jahre hinter sich gelassen worden ist, dass ungefähr 5 Jahre ein Sprung passiert ist, weil wenn man mal sich die Trailer anguckt, was auch gesammelt wurde und was auch mit den Infos und News, was die Russo Brüder so ein bisschen bestätigt haben, könnte es sein, dass da wirklich so ein Riesensprung passiert ist. Da sind wir schon bei Theorie 5. Also wir sehen ja am Schluss großartige Bilder und das hat wirklich Gänsehaut und ich fand auch diese Anzüge nämlich geil. Das Team hat ja diese Advanced Tech-Anzüge angezogen oder haben sie ja an und da kommt nämlich so ein bisschen das Promomaterial. Ist es wirklich so extra nur gemacht, weil die Fans das vielleicht wollten oder es kommt nachher so? Aber dennoch soll es so sein, dass dieses Promomaterial wirklich eintritt, aber warum tragen sie es? Es gibt keine klare Antwort, aber man kann davon ausgehen, Leute, dass es sie schützt, wenn sie in das Quantum Realm gelangen. Ihr Design und das Material, aus dem das Material besteht, ähnelt Ant-Man sehr. Also muss ich auch wirklich sagen, es ähnelt Ant-Man sehr, aber das wäre ja Blödsinn, wäre Ant-Man ja überflüssig. Und ich denke mal, dieses ganze Gerüst, weil wir ja auch gesehen haben, dass der ja Tony Stark ist und so weiter, dass es sich um Nanotechnologie handelt und dass diese Uhr, die man ja auch kurz sieht, da was mit zu tun hat. Das ist die Vermutung. Aber dennoch kann man sagen, dass diese Tech-Anzüge einfach krasser Shit sind. Aber ich fand die geil, auch das Design.
Also wir sind gespannt, was diese Anzüge bringen sollen. Vielleicht einfach nur ein einheitliches Design für das Team, für das Avengers-Team. Aber wir wissen dann nächsten Monat mehr. Es gibt keinen Kontext darüber, was diese Szene mit Captain America und Nebula bedeuten soll. Nur man sieht einen sehr dreckigen Captain America, der so viel Scheiße erlebt, dass er so schmutzig und wütend aussieht. Kann man mit Sicherheit sagen, dass dies wahrscheinlich unser erster Blick auf die letzte Schlacht im Film ist. Aber es ist trotzdem nicht klar, was sich vor sich geht. Also ich weiß auch nicht, was das sein könnte. Vielleicht ihr ja. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Trotzdem sieht es so aus, als würden diese beiden in einer Art postapokalyptischen Setting kämpfen. Gibt es eine Chance, dass es vielleicht auch das Ende ist, dass sie wieder auf Titan sind? Weil man weiß ja auch nicht, wo ist denn jetzt überhaupt Thanos abgeblieben nach dem Snap? Das hat mir auf jeden Fall ein Grinsen ins Gesicht beschert, nämlich dass Tony Stark, wie wir vermutet haben, er wird sich überleben, er wird im Weltraum mit Nebula sterben. Kommt's nicht und es tretet nämlich ein, dass man am Schluss ja gesehen hat in der ganzen Truppe, dass die beiden da auftreten oder gezeigt werden. Wer hätte es aber gedacht, trotzdem ist es auch vermutlich gewesen, weil es sind ja große Akteure, Captain America oder Tony Stark, da hätte man auch nicht gedacht, dass sie auch sterben, weil sie müssen natürlich erstmal dass die Grundordnung wieder ins Reinen bekommen. Sie müssen Thanos besiegen. Deswegen gibt es ja die Vermutung, dass man in der Vergangenheit ja reist. Das wissen wir ja. Deswegen auch diese Anzüge. Trotzdem ist das so. Was man sagen muss, auf jeden Fall definitiv, Avengers-Gruppe wieder von Steve Rogers geführt wird. Das sieht man auf jeden Fall, weil er an der ersten Kette ist. Also er ist ja da vorne und hinten ist ja Tony Stark. Also das Gebinde schließt sich wieder zusammen. Das ist ein cooles Bild. Und ganz wichtig, nach Civil War sieht man die beiden wieder vereint. Und man ist gespannt, wie sich diese Konstellation auf jeden Fall zusammentut. So, das waren meine 7 Theorien, die hoffe ich mal eintreten werden, weil sie sind ja schon sehr cool. Was sagt ihr denn dazu? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Demnächst will ich noch mal ein paar Videos machen zu Avengers Endgame. Keine Sorge, da wird es noch einiges geben. Ich habe da so ein paar Ideen, wer ist stärker, wer ist natürlich alles über Charaktere. Wenn ihr sowas wissen wollt, wen ihr gerne sehen möchtet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche dann da ein Video zu machen. Natürlich versuche ich nochmal ein Theorievideo zu aufzustellen. Vielleicht zu Waffen und so Anzüge. Da gibt es ja noch ein paar Spielraum. Und natürlich auch zu anderen Sachen. Ne? Es wird ja vieles vermutet mit Galactus. Was ich nicht glaube, aber kann man trotzdem mal was zu machen. So Leute, das war mal wieder ein Video, was lange gebraucht hat, sag ich mal, ich bin wieder zurück. Hier wird es auch wieder aktiver zugehen. Lasst den Abo-Button klingeln und sagt euren Leuten Bescheid, dass ich wieder zurück bin. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao, bam!